Boah, muss man erstmal drauf klarkommen, ey. Das ist echt sehr, sehr viel. Das ist echt sehr, sehr viel. Ja, was ich euch sagen wollte, dieser Doku, der hat seinen ganzen Kanal auch noch auf Standard-Skill aufgebaut. Wirklich. Nicht mal auf mehrere YouTuber. Einfach Standard-Skill. Guck ich das an. Standard-Skill im Thumbnail, Standard-Skill im Thumbnail, Standard-Skill, 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 Standard-Skill. Warte. Wir können auch weiter runter scrollen. Standard-Skill, Standard-Skill, Standard-Skill. Standard-Skill, 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 Standard-Skill. Also, wie oft willst du Standard-Skill mit reinbringen? Ja. Oder hier im Thumbnail, Maxify. Maxify sieht im Ansatz nicht mal so aus wie hier im Thumbnail. Ja, also, keine Ahnung. Ganz schwierige Angelegenheit. Aber gut, das ist Doku, by the way. Ja, die übertreiben da auch gerne mal. Okay, die Doppelmoral von Twitch, von Haptic, der by the way auch Twitch-Streamer ist. Ja. Das Casino-Content nicht auf Twitch gehört. Und damit kommen wir ins nächste Thema, okay? So, wir gehen mal nochmal auf Twitch. Ich will jetzt eine Sache sagen. Auf Twitch ist es verboten, und ich zitiere jetzt Twitch, ich zitiere jetzt, es ist verboten, folgendes Wort zu sagen. Ich sage es nicht selbst, sondern ich will nur sagen, welches Wort verboten ist, und zitiere die Artikel von damals. Die Artikel haben gesagt, Twitch bannt das Wort. Liebes Twitch-Team, das ist auch wieder ein Zitat. Also, im Prinzip geht es jetzt in die Video. Also wirklich, ich distanziere mich jetzt von dem Wort, aber es wird ja jetzt sozusagen zitiert. Simp. Sim. Was Wurde so viel sozusagen bedeutet gesagt. wie, jemand spendet viel Geld bei irgendeiner Streamerin, die vielleicht auch sexuell provozierend ist und das möchte, aber das spendet dann ganz viel Geld in der Hoffnung, dadurch mehr bei ihr zu landen. So kann man es eigentlich sehen. Oder der schmiert sich richtig ein, der beißt sich rein wie eine Zecke und sagt, du siehst so gut aus und ist jeden Tag da und immer am Start. Das wurde verboten, Leute. Das hat Twitch verboten. Warum denn? Weil es Leute harassed, irgendwie sowas haben sie geschrieben, weil. Ja, Onkel, das Ding ist halt, Zimt ist halt, es finde ich schon verboten und ein sehr, sehr grenzwertiges Wort einfach Zimt. So, weil das riecht halt auch so krass nach Weihnachten. Ist halt schon ein sehr böser Begriff und alles PewDiePie ist schuld. Ist das wirklich PewDiePie schuld? Von wo kommt denn das Wort? Ist es wirklich schon von PewDiePie? Warum ist das PewDiePie schuld? Hat der daraus sozusagen ein Meme gemacht? Weil es Leute erniedrigt, weil es Leute in eine Kategorie steckt, Minderheiten, die möchte man schützen. Man möchte sie vor diesem Wort schützen. Dann frage ich mich, Twitch, verdammte Scheiße. Ihr wollt Leute vor einem Wort schützen, aber Casino erlaubt ihr. Ja, Mann. Ja, Mann. Leute, der hat auch schon einen Tannenbaum aufgestellt. Also, das ist auch so eine Sache, die versteht halt hier niemand auf Twitch. Weißt du, die. Also, es wird halt so gesagt, ja, das Wort dürft ihr nicht sagen, wegen Beleidigung und bla 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 und Stigmatisierung und was weiß ich. Aber sich nackt in dem Stream setzen, das ist erlaubt, weil es gilt ja unter der Kategorie Beach. Im Wasser oder was weiß ich, oder Strand oder so, ist es ja die Kategorie, da darf man sich ja nackt zeigen. Perfekt, Bruder, perfekt. Aber dieses Wort darfst du halt einfach nicht sagen. Das geht nicht. Es kommt von dün 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 auf Deutsch Einfallspinsel. Okay, lol. Als ob. Sehr, sehr komisch. Casino ist okay. Davor muss man Leute nicht Ja, noch sehr schützen. nice, dass du wieder Muss da man bist. nicht. Alles gut. Schaut euch das an. Es gibt eine Abteilung hier, die heißt Slots. Glaube ich, Wikipedia, okay. Schaut euch das an. Ich muss in die Teufelsstimme gehen. Schaut euch das an. Schaut euch die Scheiße an. Guck mal. Das erlaubt Twitch. Das findet Twitch gut? Aber das Wort, was ich Ja. gesagt habe, ist gebannt, weil es könnte. Kann keiner nachvollziehen. Alter, was ist denn hier los? Eine Käuferin und sein Alter, Real 80 haut hier 5 Subs raus. Ich verstehe hier gar nicht, was los ist, ey. Vielen lieben Dank. Wie, what the fuck, Alter? Ist derzeit so Tag, Woche da verschenken Subs? Wie heftig. Wirklich fettes, fettes Dankeschön, ja. Alter, Ninja. Dann Michelle, Lisa Marie, jetzt Etty und was weiß ich, wer noch alles, ey. Vielen, vielen lieben Dank, das ist heftig. Das ist einfach nur heftig. Was für eine Leitung hast du? Ich habe eine 100.000er Leitung. Es kommt tatsächlich auch 100.000 an, ne? Das ist das Positive. Also sehr, sehr krass. Wirklich dickes Dankeschön.
Hat er gerade 1500 Euro gefunden in einem Briefumschlag. Bin gerade übelst happy, als ob. Junge, als ob, wie geil. Ja, geil. Wünsche ich mir auf jeden Fall auch, dass ich mal 1500 Euro einfach so finde. Einfach so Geld verstecken und dann froh drüber sein, dass man es gefunden hat. Dass man es ja noch hat. Wie geil. Ey, ohne Scheiß, Real 80, keine Ahnung, wie ich dich da nennen kann. Dickes Dankeschön, wirklich, für die 5 verschenken Sachen. Benjamin, danke für den Euro. I'll get no rein. Vielen, vielen lieben Dank, wirklich. Ich muss erstmal hier ganz klar durchatmen. Das halte ich sonst hier nicht aus. Können ja Leute verletzen. Schon mal darüber überlegt, dass das verletzen könnte? Safe. Das ist so dumm. Safe. Warum ist das erlaubt? Und diese. Ich weiß gar nicht. Wollen wir mal ganz kurz gucken, wer zockt gerade Casino-Streams? Ist ja gerade eigentlich ganz spannend, mal zu sehen. Wer ist wieder Memo HD wieder am Start, der da Casino-Streams zockt? Finde ich, by the way, zu 0% geil. Auch nicht mal im Ansatz finde ich das geil, dass hier irgendjemand das zockt. Warte mal, gibt's. Ist das hier Slots? 45.000 Zuschauer. ABKs Cousin rasiert Slots. Mit 1000 Zuschauern. Wir knacken heute Slots Freispiel. Eigentlich ist das schon so ein bisschen traurig, zu schreiben ABKs Cousin, damit man mehr Aufrufe bekommt. Also, will man sich denn nur durch jemand anderen sozusagen? Das ist wie wenn ich sage, KuchenTVs Kollege streamt Just Chatting. Junge, was ist das bitte? What the fuck? What the fuck, Alter, ja? Okay, perfekt. Bestes Online-Casino. 419, 407, 395 Zuschauer. What the fuck? 380, 358, 341, 311. Ich check das nicht. Ich check wirklich ohne Scheiß. Das ist so ein richtiger Suchtmacht-Stream. Leute, die hier zuschauen, sind safe-süchtig. Die sind safe-süchtig. Bin ich mir ziemlich sicher. Real Talk. Und Abi würde sagen, du bist neidisch. Ich bin neidisch. Ich bin auf diese Leute hier extrem neidisch. Muss ich an der Stelle auch sagen. Ja. Also, das ist hier wirklich, ich komme nicht drauf klar, ich bin extrem neidisch. Hier ist einer in Slots, der einfach keine Slots spielt, oder? Oder ist das auch eine Slot? Ja, keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Für mich macht das keinen Sinn. Allein die Kategorie Slots hat 877.000 Follower. Wie viele, warte mal, das würde mich mal interessieren. Ich wusste noch nicht mal, dass man das followen kann. What the hell? Ist das wirklich ABKs Cousin? Ich denke einfach mal. Wir gucken jetzt einfach mal GTA 5. Ah, okay, das hat 50 Millionen Follower. Junge, was? Wie krank ist das bitte gerade eben? Ja gut, man muss natürlich auch sagen, es streamt natürlich auch viel, viel mehr gerade eben. Allein in Monte hat ja über 3 Millionen Follower, ne? Ja gut, müssen wir es so anerkennen. Doppelmoral von Twitch regt mich so verdammt. Nee, du kannst die Kategorie scheinbar nicht followen. Aber du followst einem Streamer, der das gerade eben streamt. Und da misst die ganze Follow-Anzahl wahrscheinlich. Das wird es, denke ich mal, sein. Und ich glaube, jetzt will meine Katze raus. Oder auch nicht. Oh, keine Ahnung. Die chillt auf jeden Fall gerade eben noch vor der Tür und schnuppert gerade eben irgendwas an. Nice. Verdammt auf. Die regt mich so sehr auf. Und ich sag euch, warum. Geld. Mensch, ich muss meinen dritten Platz verteidigen. Geld. Ey, keine Ahnung, Michael, es tut mir leid, wirklich. Dein Internet ist einfach mies. Nur Geld. Es geht nur um Geld. Ja. Warum ist es erlaubt? Weil Twitch weiß, viele Leute kommen durch dieses Thema auf die Plattform. Auch wenn es vielleicht kontrovers ist, hören viele Leute von Twitch und jede paar. Nein, Kategorien kann man auch folgen. Ah, okay. Das ist echt spannend auf jeden Fall. Ja, nee, Geld ist wirklich, keine Ahnung, es ist halt überall so, ne? Geld regiert die Welt. Michelle haut einfach 1000 Bits auf. Keine Ahnung, das ist geisteskrank. Wirklich, vielen, vielen Dank für nochmal 1000 Bits von Michelle. Aus dem Nichts haut sie halt wirklich 1000 Bits aus, ja? Ehre. So, ich lasse jetzt eine Katze raus, sonst kriegt die ja Panik. Ey, dickes Dankeschön, wirklich. Vielen, vielen lieben Dank. Wirklich, Kuss geht raus. Dankeschön. Wo bleibt der Hype-Train? Der Hype-Train, der geht erst bei 3 unterschiedlichen Donations sozusagen. Oder Donatoren sozusagen. Ja, deswegen ist er noch nicht am Start. Aber vielen Dank, wirklich. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Das ist wirklich wieder nicht von dieser Welt. Ich stelle auch nochmal 500 Bits aus. Das ist so krank. Ey, danke, danke, danke dafür. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist krank. Ja. Yeah.
Aber ich muss sagen, Leute, ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet. Ich finde Haptic, der macht das, das nicht so, der heißt Streamtick, by the way. Der hat einfach einen Verifizierungssang. Ja, der, den seine Streams und Real Talks sind wirklich interessant und spannend. Der greift zu Themen auf, die wirklich auch interessant sind. Also zumindest für mich sind die echt interessant. Ich kann das komplett fühlen, was er da so sagt. Ja. Publicity ist gute Publicity. Und sie bringt so viele Zuschauer hin, die so addicted sind zu Slots, dass sich das stundenlang anschauen. Viel mehr wahrscheinlich als irgendein anderer Stream, wo man ein Game zockt, wo man irgendwann denkt, ah, jetzt ist es langweilig. Aber Slots bleibst du dran und guckst und guckst und guckst und guckst und guckst. Ja. Auf jeden Fall. Slots kannst du so schlecht abschalten. Du guckst wirklich die ganze Zeit und du kannst so schlecht bei Slots abschalten. Weil du denkst, noch eine Umdrehung, komm, dann gehe ich ins Bett. Dann noch eine Umdrehung, dann gehe ich ins Bett. Du findest den Punkt nicht, wo du abschaltest. Das ist halt wirklich, absolute Scheiße. Deswegen Slots, guckt das nicht an, ignoriert das. Ihr könnt auch einfach, wenn euch irgendwas empfohlen wird, einfach auf so die drei Punkte gehen, dann auf kein Interesse klicken. Und dann wird euch die Kategorie nicht mehr empfohlen. Das macht einen einfach nur kaputt. Das ist okay. Weil da kommt das Geld rein und dann ist es wieder okay. Und ich finde Twitch da widerlich. Ich stream gerade auf Twitch und sage es und stehe dazu. Und wenn ich deshalb gebannt werde, obwohl es meine Meinung ist, noch meine Güte, Geld. Dann ist es so, dann stehe ich dazu. Twitch ist widerlich. Wisst ihr, was noch schlimmer ist? Geil, Amiros, gönn dir. Die Slots sind erlaubt. Benjamin, ey, danke für den Support, ne? Ich wünsche dir einen schönen Abend. Grüß. Und dann gibt es irgendwo Hot Tubs. Schaut euch das an, Leute. What the fuck? Was ist mit ihr los? Was ist das? Zuschauer. Pools, Hot Tubs und Beaches. Pools, Hot Tubs und Beaches. Und dann denkt sich Twitch. Junge, ASMR Massage Girls, hot. What? Was? Weil das wird geduldet und so normale Streams teilweise wird direkt gebannt. Ja, geht gar nicht. Was macht die? Die spielt nicht Vanguard, oder? Ja, moin, Digga. Die lassen die Kategorie Pools, Hot Tubs und Beaches drin. Warum? Geld. Viele Zuschauer, viele aktive Zuschauer, viele, die was spenden. Und dass das irgendwie schädlich ist für Leute. Was? Dann doch lieber Streamerinnen im Badebecken schauen, die irgendwelche Namen ausschreiben. Safe Berliner, ja? Besser als das, was ich hier gerade eben sehen muss. Das provozierte Nacktheit bei kleinen Kindern. Scheißegal. Ist egal. Twitch ist ab 13, glaube ich, ne? Offiziell ist ab 13. Guck mal jetzt. Ja, mal Black Screen. Ey, wenn es jetzt wieder Werbung kommt. Bei mir wäre safe Werbung gekommen. Junge, guckt euch das mit an. Die hat ja extra einen Spiegel im Hintergrund, dass man sie von hinten sieht. Digga. Leute, das ist wirklich... Ich weiß auch nicht. Und das ist halt auf Twitch und es ist komplett in Ordnung für Twitch, weil das bringt Geld. Weil es Leute gibt, weil es diese ominösen Menschen gibt, die ja auf andere so geiern. Ja, den Namen soll ich ja nicht aussprechen oder darf ich nicht aussprechen. Und die spenden denen, das ist wahrscheinlich hier wöchentliche Subliste, 30 Subs in einer Woche. 30 Subs hier in einer Woche. Wir können mal gucken. Miss Trigger Happy. So, ich gehe jetzt mal auf Twitch. Will jetzt mal gucken, wie viel die hier Subs bekommen hat. Miss Trigger Happy. Ja, Unterstrich, genau. Die hat 42.000 Follower. Ah, nee. Die hat aber wöchentlich eingestellt. Das heißt wirklich, die hat... Das ist die wöchentliche Subliste. Das ist nicht monatlich, das, was wir sehen, sondern wöchentlich. Also sie hatten diese eine Woche Leute gehabt, die 30 Subs, die 20 Subs gegiftet haben. Also über 100 Euro jeweils immer rausgehauen haben. Und das in einer Woche. Also... Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist für mich unbegreiflich, dass es Menschen gibt, die ja sowas supporten. Ey, was willst du mir erzählen? Das erlaubt Twitch, aber das Wort, ich zitiere das Wort, Simp, erlaubt es nicht, weil das könnte Menschen verletzen. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das für eine fucking Doppelmoral von dieser Plattform?
Dorn, there's people. No, I accidentally loaded. Die Spawn trappt sogar mit einer MG42. Die kennt sich sogar im Spiel aus. Was soll? Im Spiegel. Oh nein, Alter. Das ist okay, ne? Aber warum ist sie in der Kategorie? Warum ist es erlaubt? Warum ist es nicht Gaming? Hm. Vielleicht, weil irgendwelche horny Söhne in den Chat gehen und sich dann darauf einsetzen, dass irgendeine da sitzt. Das soll erlaubt sein, Twitch? Das soll erlaubt, das möchtet ihr? Das möchtet ihr? Das soll das Aushängeschild eurer Plattform sein? Ihr wollt große Werbepartner anziehen? Ihr wollt VW haben? Ihr wollt vielleicht Tesla-Werbung haben? Ihr wollt die größte Werbung haben? Ihr wollt große Firmen? Also die ist auf der völlig falschen Plattform. Ey, dann nimmt lieber noch eine Emurant, ja? Aber die ist ja auf einer völlig falschen Plattform. Ist ja noch schlimmer. Dennis, grüß dich. Ihr wollt Doritos haben, ihr wollt Coca-Cola haben. Die kommen auf die Plattform und sehen das. Was denkt ihr euch denn? Ich muss... Ja, Twitch mit OnlyFans verwechselt, ich denke auch. Ich kann weitergehen. Ich nehme irgendeine. Hier, was macht sie? Ja, da geht es definitiv um Fitness. Definitiv um Fitness. Also wieder... Ihr müsst euch bitte überlegen, da steht jemand und filmt zu ihr herab. Und da steht die ganze Zeit nur um sie halt irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Da steht bestimmt ein Typ dahinter. Ja. Lex, grüß dich. Yeah. A little bit to the left. Oh yeah. That's good. Yeah. Wahrscheinlich noch ihr Freund. Digga, was? Also. Oh Gott, Alter, das ist ja. Und jetzt ein Plot-Twist, Leute. Die Leute, die darauf reagieren, die werden gebannt, aber die, die diesen Content ausüben, die werden nicht gebannt. Ja, das ist der Plot-Twist an der ganzen Sache. Oh nein, mach's nicht. Boah, wer guckt sich denn sowas? Also. No! Okay, wait, redo. Ey, wenn sie hinbekommt, den Handstand, kann sie mehr als 99%. Ja, nicht mal den kann sie. Ich wollte sagen 99% der Hot Tub Streamerinnen, aber Digga, ist hier ein Gorilla? Ja, Digga, ey, was soll ich dazu sagen? Versteht ihr das? Und dann schließen wir an das Thema Monte an, das ist ja quasi ein... Das ist alles so sinnlos, ohne Scheiß, Jakob. Nee, wirklich, also das ist so krank. Zweiteiler. Diese Diskussion mit Monte wäre überflüssig und wir könnten einfach den guten Monte genießen und diese Scheiße endlich abschließen und dieses Teufelswerk für immer wegkriegen, wenn Twitch einfach konsequent sagen würde, das fickt Leben. Aber Twitch sagt sich, das Wort, ich zitiere, das warst du, oder? Fickt mehr Leben als Casino, weil das bannen sie. Dafür wird man gebannt, wenn man es sagt und nicht zitiert, wenn man es wirklich von selbst sagt, du bist ein... Aber Casino nicht. Casino zerstört keine Leben. Wie desillusionär kann man denn sein, wenn jemand, als ich zitiere, das gebannte Wort ist Sim, bezeichnet wird und sich dann denkt, oh mein Gott, dann ist sein Leben mehr gefickt, als jemand, der Influenced wird durch Casino-Werbung, ich rede jetzt ein bisschen leiser, weil meine Schwester schläft oben, durch Casino-Werbung geinfluenced wird und sein ganzes verdammtes Leben verspielt. Das gehört nicht darauf und jeder, der es bewirbt, sollte sich schämen. Ganz einfach. Ich war übrigens hier vorhin, hatte ich noch German drin. Da hat er recht. Wie viel noch kommt. Guck mal. Also, das ist ja... By the way, man muss doch mal schauen. Die meisten, die machen das so viel Minus. Muss doch mal gucken. Also, ich meine, die meisten bekommen ja auch Spielgeld, ne? Das heißt, das ist nicht mal denen ihr eigenes Geld, was sie da verzocken. Deswegen kann ich es eh nicht ernst nehmen. Aber dann gibt es Leute, die haben am Anfang, keine Ahnung, noch so 5000 Euro Guthaben. Und am Ende des Streams 100 Euro oder gar nichts mehr. So in Rostein, der hat, glaube ich, mal in einem Stream 100 oder 200.000 Euro verzockt. Das macht den halt nichts aus, denen ist es halt scheißegal. So eine Umdrehung mal 2.000 Euro geht schon mal fit. Das ist krank. 40.000 Leute schauen zu. Wir gehen mal hier kurz highest to lowest. So, da Slots, okay? Wir haben 6 in der Reihe, 6, 12, 13, 14, 15 und da ist nicht mal ein großer online, da ist nicht mal dieser Rostein online, da sind nur kleinere jetzt online. An 16. Stelle Slots, guck mal was danach kommt, Battlefield kommt danach, CSGO kommt danach, Madden, so das amerikanische FIFA. Was hältst du von der Legalisierung von Casino
eigentlich ist es egal, ob es legalisiert ist oder ob es nicht legalisiert ist. Die Leute hätten es doch so oder so gezockt. Es war schon immer in der Grauzone, die Leute hätten es so oder so gezockt, ob jetzt legal oder nicht legal. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ich finde, egal wie es ist, einfach eine schlimme Sache. Es ist so oder so ein Fehler, Casino zu spielen. Ja, früher oder später wird jeder drauf kommen, dass Casino dein Leben komplett hops nimmt. Wenn du da, weil du kannst einfach damit nicht wirklich umgehen. Wenn du einmal süchtig bist, ist es wirklich schwierig, da wahrscheinlich auch wieder rauszukommen. Und deswegen, das kann ich echt hops nehmen. Ja, Baku, ich grüße dich, mein Junge. FIFA quasi kommt danach, also da wird es am meisten gespielt. Selbst diese dumme Sache mit ASMR kommt danach. iRacing, schade. Ich will übrigens iRacing bringen, das werde ich noch machen. Guck mal, ASMR genauso, guckt euch das an. Man guckt doch diese, das Ding ist halt, man guckt diese Frau, weil die hier rein Dings. Also nicht, weil im Zentrum, zwei Mikrofone sind, ja, sondern weil sie hier da rein duschert, ja. Vor allen Dingen, wenn ich das schon sehe, Change Outfit bei 150 Subs. 150 Subs am Tag, by the way. Das ist, die streamt für ein paar Minuten. Hier, na gut, hier 5 Stunden, 32 Minuten. Und in 5 Stunden, 32 Minuten hat die fast 100 Subs bekommen. Junge, das ist geisteskrank viel. Das ist wirklich geisteskrank viel. Also, das habe ich das letzte Mal, gut, als CCO die 100 Subs rausgehauen hat. Aber ansonsten, wann bekommt man mal 100 Subs an einem Tag? Wisst ihr, wie viel Geld das ist? 100 Subs, dann sind 400 Euro. Na gut, wenn man es nochmal so runterrechnet. Was der Streamer da bekommt, ist natürlich ein bisschen weniger. Und so jemand ist, by the way, Twitch-Partner. Ja. Ich kann das wirklich, ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Ich meine, die machen es schlau, gar keine Frage, aber es ist trotzdem für mich absolut nicht nachvollziehbar. Und dieser Sound, den finde ich auch ziemlich penetrant. Ich kann nicht. Digga. Ja, warum muss sie denn in Unterhose streamen? Warum muss ich so streamen? Das macht keinen Sinn. Das will Twitch. Weil Twitch noch sagt, Geld. Kleine Kinder, 13-Jährige, die sich das anschauen, ist okay. Egal wer, wessen Alters, Casino anschaut, der sich Casino anschaut und deshalb sein Leben verspielt, alles verliert, ist okay. Aber das Wort, ich zitiere Sim, nein, ist nicht okay. Also, Bro. Also wie heißt die? Lay Nayu, okay? Die ist sogar gerade live. Gigi, die ist gerade live. Wöchentliche Subs. Und wir haben Dienstag. Ja, wir haben Dienstag. Das heißt, sie hat jetzt innerhalb von 1 bis 2 Tagen 37 Subs von Mesh bekommen, 30 Subs von Rykos bekommen, 15 Subs von Sturdy. Das sind 2 Tagen, by the way. Müsst ihr euch mal überlegen. Die hat heute... hat sie innerhalb von 2,5 Stunden 35 Subs bekommen. Ich hätte noch nicht mal gedacht, dass es nur so wenig ist, weil sie hat gerade 4.000 Zuschauer, hätte ich sogar noch mehr gedacht. Es ist, keine Ahnung, Mann. Das hat nichts mit Qualität zu tun, es ist einfach, guck mich an, ich habe einen Körper und sub dafür, gib mir Geld dafür, dass ich einen Körper habe und mehr ist es nichts. Es ist halt eine Selbstdarstellung. Die hat keine Fähigkeiten, die hat kein Talent. Außer am Ohr nuckeln, ja, das vielleicht. Was machst du da? So Leute, ich will, dass ihr jetzt alle applaudiert. Bereitet euch vor, okay? Alle mit dem Applaus vorbereiten, dass ihr es gleich reinspammen könnt, okay? Ich sag's jetzt einmal, ein einziges Mal, okay? Glücksspiel gehört nicht auf Twitch. Wie geil ist das denn gemacht? Ja, komm. Dankeschön. Klatschen, Leute. Haben, okay. Und ja. Damit will ich auch das Thema Monte abschließen. Jedem anderen außer uns jetzt im Chat, also mir und euch, ist es egal, was meine Meinung dazu ist. Jedem anderen. Und zu Recht, weil meine Meinung juckt keinen und sollte auch keinen jucken. Aber ich wurde gefragt und ich habe es verfolgt und gesehen. Und ich will meiner Aufgabe nachkommen, die Leute vor... teuflischem Zeug zu schützen. Und deshalb sage ich euch, vielleicht sind ein paar Leute dabei,
die die Streams bei ihm geschaut haben oder bei anderen schauen, bei diesem Stein. Hört auf damit. Hört auf. Geht da nicht rein. Guckt euch das nicht an. Okay? Und dann hofft auf den guten Monte, denn den lieben wir alle und der wird auch wiederkommen. Und da freue ich mich drauf, der einfach gute Laune hat. Okay? Ganz einfach. Sub, Name und Star. 5 Sub. Alter, leck mich fett, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Kannst du mir eine Netflix-Serie empfehlen? Oh, eine Netflix kann ich dir gerade nicht empfehlen. Tatsächlich nicht. Haus des Geldes. Aber ich denke, das hast du bestimmt schon gesehen. Subs, Name on Board, also da hinten. Also Leck Cap, LFG Cap hat 5, hat wie viel? 5 Subs, wie viel ist das? 15, 16, 17 Euro? Hä, das ist wieder der Mech 92. Oh mein Gott, das ist der größte Zimt, den es auf dieser Plattform gibt. Wir haben den doch gerade eben hier gesehen, dass er 35 Subs dieser anderen gegeben hat, von gerade eben. Die erst seit 2 Tagen sozusagen in der Woche live ist. Er hat ihr vorhin so viel Subs rausgehauen, sozusagen. Und er hat ihr 120 Subs rausgehauen. Junge, der hat viel Zimt geschnuppert. Der hat richtig viel Zimt geschnuppert. Fuck. Und da ärgere ich mich halt einfach, dass ich keine Frau bin. Weil dann bräuchte ich halt auch keinen, dann müsste ich nicht unterhalten können, wisst ihr, wie ich meine? Also ich meine, laut euch kann ich sowieso nicht unterhalten. Und naja, ich weiß schon auf jeden Fall, ja, die Standardparolen von euch. Aber da müsste ich halt gar nichts machen. Würde wahrscheinlich reichen. 10 Subs, Name on Arm, das sind diese Kollegen hier. Und dann ja, du hast eine Freundin. Ja, die hier haben vielleicht auch Freunde, kann auch sein. Ein höheres, okay, gut. Jesus, wollte ich auch gerade sagen. Ich schwöre, ich werde gläubig gerade, nur damit ich das aus mir raustreiben kann. Okay. Alles kennst du nein, halt's Maul. Nee, das ist nicht gut. Hot Tubs gehören raus. Also alles, was sexuell provozierend ist, raus. Streams, raus. ASMR, was nicht entspannend ist, sondern auch sexuell provozierend, sexuell extra reizend, raus. Punkt. Und dann braucht es auch keine Debatte. Da muss nicht ein Tanzverbot 17 Videos mit Monte machen. Und da muss Monte nicht 3000 Mal sich erklären. Da ist das Thema erledigt. Raus. Und da hat sich das Thema mal... Raus. Leute, raus. Das macht keinen Sinn mehr. Tobi, du bist provozierend. Raus. Du bist sauer. Erledigt. Dann hat sich das Thema auf einem anderen Kanal erledigt. Dann hat sich das Thema ab 18 erledigt. Dann hat sich alles erledigt. Okay? Ganz einfach. Ja, ey, Sketching, so schlau einfach. Ich mache einen Stream, ich mache am Sonntag einen 12-Stunden-Stream. Ich habe doch keine Tattoos. Aber derjenige, der am meisten Subs raushaut, ja, an dem Tag, da lasse ich mir den Namen als Arschgeweih über meinen Arsch tätowieren. Hat, glaube ich, noch niemand gemacht. Das ist mein Ziel. Um was geht's? Wieso wurde gerade eine Hot Tub Olle gezeigt? Weil wir uns drauf aufgeilen wollten. Kappa. Ich kann das absolut nicht mehr ernst nehmen. Sowas macht mich wirklich, wirklich fertig. So, ich hab's geklippt. Aussage ist Aussage. Spaß, Leute, Spaß. Nice, bekomme da mein Gehalt. Mach schon mal den Stecherraum. Scheiße. Nee, manche nehmen das dann wirklich noch ernst so und dann sagen, ja, jetzt bin ich voll enttäuscht. Mann. Jetzt habe ich was gedacht, dass es wirklich so ist. Ja. Ich lade schon mal PayPal auf. Alter, gut, für das Geld würde es sich dann doch lohnen, ja. Scheiße. Nee, aber das, ohne Scheiß, ist ein gutes Video. Ist ein gutes Video, hat mir gut gefallen. Weil es ist ja ein Stream. Der bearbeitet aber seine Streams und der bereitet die so vor, dass der echt geile Themen findet. Auf den Streams bei auf YouTube würde ich mega feiern. Keine Ahnung, aber Twitch ist halt schon eine krassere Plattform einfach für Streaming. Kannst du nicht sagen, dass YouTube besser ist als Twitch, was Stream angeht. Erstmal Namen ändern. Ja, Namen ändern, so ein richtig schlimmer Name einfach so und dann muss ich mir das tätowieren. Scheiße. So, stellt euch mal vor, da kommt so ein Sub, das ist der höchste, also einfach nur ein Sub und der hat sozusagen am meisten gesubbt, dann muss ich mir ja diesen einen Sub oder den Namen von diesem einen Sub auf dem Arsch oder über meinen Arsch tätowieren lassen. Und dann ist das ein übelster Ronny oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das so für Namen gibt, die da ganz, ganz wild sind.
Junge, dann hätte ich das Leben auf jeden Fall durchgespielt. Oh nee. Wirklich. Es macht nicht fertig sowas. Es macht nicht richtig.